Bis vor wenigen Jahren war Al-Ula für Touristen verschlossen. Jetzt öffnet sich das Königreich für die zahlende Kundschaft aus aller Welt. Dahinter steckt ein ambitioniertes Ziel. Die Vision 2030 ist das größte und ehrgeizigste Reformprogramm für das Königreich Saudi-Arabien. Wir haben eine junge Bevölkerung, daher ist es wichtig, Jobs zu schaffen. Der Tourismus ist ein wichtiger Arbeitgeber weltweit. Daher ist es nur konsequent, den Bereich auszubauen. Als wir angefangen haben, waren 600.000 Menschen im Tourismussektor beschäftigt. 1 Million Stellen wollen wir schaffen. Unser Ziel: 1,6 Millionen Jobs. Um dieses Ziel zu erreichen, entstehen im gesamten Königreich neue Touristenziele. Das Explorer-Team ist unterwegs zu einem der beliebtesten Hotspots in Al-Ula. Wasser- und Winderosionen haben aus den vielen Sandsteinfelsen der Region über Jahrtausende die außergewöhnlichsten Formen hervorgebracht. Einer sticht aus der Masse heraus, der Elephant Rock. Wir stehen jetzt mitten in der Wüste vor einem Felsen, der sieht aus wie ein Elefant. Wenn man hier steht, irgendwie magisch. Der Felsriese ist 52 Meter hoch. Ein echter Prachtkerl. Ich frage mich, all die vielen Flugmeilen nur für Fotos? Woher kennst du den Ort? Ich arbeite als Reisebloggerin, also versuche ich, neue Orte zu entdecken. Diesen Ort haben nicht viele auf dem Schirm. Deswegen lohnt es sich, ihn zu erkunden. Er ist außergewöhnlich. Wir haben einen Tag gebraucht, um aus China hierher zu kommen. Da läuft eine Fernsehwerbung, die den Ort so berühmt gemacht hat. Und wie viele Fotos hast du schon gemacht? Sehr viele. A lot. Ein großer Aufwand für den perfekten Schnappschuss. Der Plan geht auf. Immer mehr Touristen aus aller Welt zieht es jedes Jahr nach Al-Ula. Und sie kommen nicht nur wegen des Felsriesens. Oh, ich sehe, da wartet schon jemand auf mich. Morgen, hallo, herzlich willkommen. Hi. Hallo, ich bin Abdulaziz, der Rawi, Geschichtenerzähler. Abdulaziz hat 7 Jahre lang in Deutschland gelebt. Mit Bekanntgabe der Vision 2030 ist er in seine Heimat zurückgekehrt. Dass er heute so gut Deutsch spricht, daran sind wir nicht ganz unschuldig. Also ich habe Deutsch in Dresden gelernt. Und viel Galileo geschaut eigentlich. Das hat mir viel geholfen mit meinem Deutsch. Und es war interessant. Heute führt Abdulaziz Touristen zu den Felsengräbern der Nabatäer, die im 1. Jahrtausend vor Christi Geburt als Nomaden durch Nordwestarabien zogen und sich dort bestatten ließen. Das ist hier Qasr Al-Farid. Al-Farid bedeutet einzigartiger. Wow. Und es ist einzigartig, nicht nur wie es aussieht, es ist einer der größten Fassaden hier, 23 Meter hoch. Neben der einzigartigen stehen hier noch mehr als 110 weitere Felsengräber, die Abdulaziz schon aus seiner Kindheit kennt. Als Kind bin ich oft hergekommen mit meiner Familie. Und das gibt es mehr Bedeutung eigentlich, wenn man hier kommt und sich daran erinnert, dass es nur für Picknicken war. Und jetzt ist es eine sehr wichtige Attraktion für Touristen. Eine Touristenattraktion nicht ganz ohne Gefahren. Aziz hat gerade verraten, dass es hier Schlangen gibt. Die kommen allerdings nicht im Winter raus. Ja. Meistens ist es im Sommer, sollte man darauf achten, Schlangen und Skorpionen zu finden. Aber im Winter ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering. Sie verstecken sich im Winter. Sind die giftig? Nicht sehr. Na super. Zieht die Füße ein. Was haben Sie erwartet in der Wüste? Ja. Abdulaziz will den Explorern die Altstadt seiner Heimat zeigen. Sie war bis in die frühen 1980er Jahre bewohnt. Hier stehen mehr als 900 Lehmziegelbauten, nur getrennt durch eine schmale Gasse. Ein echtes Labyrinth. Hast du dich verlaufen, als du klein warst? Doch. Ja. Und es war als Herausforderung, wer geht rein in die Stadt und kommt aus der anderen Seite. Genau, wow. Ja.
Das werden wir jetzt sehen. Ja, dann schauen wir mal, ob wir wieder rausfinden. Ja. Herausforderung angenommen. Ich führe uns zur Zitadelle, dem höchsten Punkt der Altstadt. Es dauert keine 2 Minuten und ich bin lost. Abdulaziz muss mir bei der Orientierung helfen. Die Altstadt von Al-Ula diente bereits als Kulisse für den Hollywood-Blockbuster Kandahar mit Gerard Butler. Aziz hofft, dass er künftig mehr Menschen seine Heimat zeigen kann. Wie sieht es aus wie ein Labyrinth. Jetzt öffnet sich das Land für die ganze Welt und das erlaubt uns, unsere Kultur mit der ganzen Welt zu verteilen. Und wir freuen uns darüber. Wir möchten, dass die Leute zu uns kommen und ihr eigenes Bild über uns machen. Abdulaziz profitiert von der Vision 2030. Durch die Öffnung des Landes für den Tourismus hat er einen Job in seiner Heimat gefunden. Neben Grabstätten locken die Saudis Touristen aus aller Welt mit futuristischen Neubauten. Maraya, der größte voll verglaste Konzertsaal der Welt mitten in der Wüste. 26 Meter hoch und mit Platz für 500 Gäste. Erst gestern stand hier Weltstar Andrea Bocelli auf der Bühne. Aber auch Adrenalin-Junkies sollen hier auf ihre Kosten kommen. Eine Schaukel der Extreme inmitten des Canyon? Ich bin da eher wenig begeisterungsfähig. Na, ob das was für dich ist, Tana, ich weiß es ja nicht. Ich habe schon Höhenangst, ne? Und ich bin so ein Typ, ich trau keinen dünnen Seilen, ne? Ob die das irgendwie vernünftig installiert haben? Das sind alles so Gedanken, die mir jetzt gerade durch den Kopf gehen. Sehr viel mehr Gedanken kann ich mir eh nicht machen. Es geht schon los. Immerhin, ich bin nicht allein. Redakteurin Fritzi und Kameramann Lukas begleiten mich beim Aufstieg. Und der ist nicht ganz ohne. Hier geht es steil bergauf. Die Sprungplattform befindet sich in 85 Metern Höhe. Die Schaukel ist gesichert mit 4 dünnen Seilen. Und dann kickt auch noch die Höhenangst. Oh Gott. Wir sind einfach hoch. Lukas? Geht noch, aber ich glaube, es sieht ein bisschen anders aus, wenn ich da vorne stehe an der Kante. Trotz zittrigen Knien mache ich den Anfang. Komm. Schenk mir ein Lächeln. Genau so. Komm her. Nee, bitte nicht. Nee, ich geh nicht. No. Jetzt heißt es für mich, Augen zu und durch. Yay! Ich hab's geschafft. Erstmal der freie Fall, dann spürst du irgendwann Widerstand und du swingst hier so gemütlich rüber. Es ist schon wirklich beeindruckend. Und auch für Lukas und Fritzi gibt es nur einen Weg runter. Saudi-Arabien ist eine Monarchie, in der alle Macht beim König liegt. König Salman bin Abdulaziz al-Saud ist absolutistischer Herrscher des Landes. Mohammed bin Salman, kurz MBS, einer der 12 Söhne, ist zugleich Premierminister und Thronfolger. Es gilt das islamische Recht, die Scharia. Wir haben die Todesstrafe in Saudi-Arabien. Verboten im Land ist Alkohol- und Drogenkonsum unter anderem. Insbesondere aber auch jegliche öffentliche Kritik am Herrscherhaus. Wir haben sehr, sehr rigide und drakonische Haftstrafen gesehen gegen Menschenrechtsaktivisten. Und das hat sich in den letzten Jahren tatsächlich auch noch verschärft. Das Kinoprogramm untersteht der staatlichen Kontrolle. Kinos galten lange Zeit als unislamisch. Erst im Mai 2017 öffnet nach mehr als 35 Jahren wieder der erste Filmpalast im Königreich.
Die Vision 2030 bringt aber noch mehr Veränderungen mit sich und bietet immer mehr Unterhaltungsangebote für die junge Generation. Heißt, mehr Jobs, mehr Freiheiten. Zu einer der neuesten Hotspots in Riad nimmt uns Expert Pauline Rabe mit. Hi, Dana. Na? Bist du bereit? Ja, voll. Los geht's. Was mir sofort auffällt, die Lichthupe wird in Riad häufiger verwendet als der Blinker. Mein allererster Eindruck, als ich hier angekommen bin, war, okay, es ist super chaotisch und nach unserer Auffassung, was Verkehr angeht, eher so Anarchie. Es gilt auf jeden Fall im Zweifelsfall das Recht des Stärkeren, das heißt, ich jetzt mit meinem kleinen Auto halte mich da auch mal durchaus zurück. Dies gilt aber nicht in Stausituationen. Ausscheren mit Augenmaß. Oh, ein bisschen kokettieren. Dann geht's nicht. Nein. Das ist schon ziemlich eng hier alles, ne? Ja. Man muss sich so ein bisschen durchschlängeln, ne? So ein bisschen. Ach, jetzt hier ist eine Baustelle. Das heißt, es gibt irgendwie mal zwei Spuren, mal eine Spur. Und jetzt gehe ich mich hier so hinstellen, damit ich dem zeige, jetzt hat es nicht ganz geklappt, dass er sich da nicht noch so durchdingsen darf. Hast du noch einen Zentimeter zu viel Platz gelassen? Der wird direkt ausgenutzt. Jeder Zentimeter wird ausgenutzt. Auch die Zeit im Stau bleibt nicht ungenutzt. Guck mal, du wirst gefilmt links. Ja. Guck mal, passiert das oft, dass Leute dich... Ja, das ist noch die Frau am Steuer. Nette Variante. Das ist nämlich jetzt der typische Move. Jetzt wird das Fenster runter gemacht, damit man miteinander sprechen kann. Das heißt, tatsächlich passiert es, dass auch so Stausituationen zum Flirten versucht werden. Also, nein. Ja, tatsächlich. Pauline und die Explorer sind in einem der angesagtesten Vergnügungsviertel Riads zum Abendessen verabredet. Wir erinnern uns, lange Zeit gab es keine Kinos, keine Konzerte, keine Freizeitparks. Die Vision 2030 hat das geändert. Das Boulevard Riad ist ein Open-Air-Konsumtempel auf 900.000 Quadratmetern mit Restaurants, Live-Musik und, na klar, Fontänenshow. Ein breites Unterhaltungsangebot lässt die Staatskasse klingeln. Das hat System. Die Einheimischen sollen ihr Geld im eigenen Land ausgeben, statt in den Nachbarländern wie Bahrain oder Katar. Hier treffen die Explorer Nura. Sie gehört zu den jungen, aufstrebenden Saudis, die dank der Reformen Arbeit gefunden haben. Erst seit 2017 ist es Frauen gestattet, ohne Einverständnis eines männlichen Vormunds zu arbeiten und zu studieren. Man braucht Frauen vor allen Dingen in der Wirtschaft. Frauen sind grundsätzlich besser ausgebildet. Mehr als Männer machen sie ihren Universitätsabschluss. Das heißt, man hat einfach ein, so will ich es mal sagen, größeres Humankapital zur Verfügung. Das ist ganz wichtig, um Saudi-Arabien eben auch in eine bessere wirtschaftliche Zukunft zu führen, gerade auf dem Arbeitsmarkt. Nura hat in den USA studiert und gearbeitet. Der Anruf von ihrem Vater vor 6 Jahren hat ihr Leben verändert. Eines Tages rief er mich an und sagte, Nura, du musst jetzt hierher kommen. Es ist die Zeit. Du musst nach Saudi, denn vieles ändert sich. Das Land öffnet sich. Das ist der Platz, wo du jetzt sein solltest. Das nächste, an das ich mich erinnere, ist, dass ich meine Sachen gepackt habe und zurück nach Saudi-Arabien gekommen bin. Bereut hat sie es nicht. Heute arbeitet Nura als Projektmanagerin für eines der neuen Bauprojekte der Vision 2030. Eines der Ziele der Vision ist, dass 30% der Frauen bis 2030 Arbeit finden. Wenn ich nicht falsch liege, haben wir eine Beschäftigungsquote von 39%, jetzt 2024. Wir sind jetzt schon drüber. Bei so viel Aufbruchstimmung im Land frage ich mich, ob da noch Zeit für die Partnersuche bleibt. Next. Ja, meine Eltern werden den Film nie zu Gesicht bekommen. Hier ist so ein Ort tatsächlich, da kommen die jungen Leute hin, oft am Wochenende, oft abends. Und man bewegt sich in so Grüppchen. Und dann würde man jetzt hier zum Beispiel um den Brunnen herumgehen und immer aneinander vorbei. Und hätte nebenbei seinen Airdrop an und Snapchat. Und dann werden einfach Kontaktanfragen geschickt. Das heißt, in einer Gesellschaft, wo es gar nicht einfach ist, dieses andere sich schlecht kennenzulernen, weil halt das Schulsystem immer noch getrennt ist, ist das so die einzige Möglichkeit, so ganz langsam sich aneinander heranzutasten. Restriktive Gesellschaftsnormen fordern kreative Lösungen. Airdrop statt Tinder, ich bin beeindruckt.
Den jungen Saudis wird einiges geboten. Seit neuestem setzt Kronprinz Mohammed bin Salman neben Vergnügungsmeilen auch auf neue Freizeitparks, Musikfestivals und Sportgroßveranstaltungen. Dahinter steckt eine klare Strategie, erzählt mir Mahmoud Abdul-Hadi. Unsere Bewerbung für die Fußball-Weltmeisterschaft, für die Expo, für die asiatischen Winterspiele, die großen Sportveranstaltungen, all dies ist Teil einer sehr klaren Strategie. Wir wollen sicherstellen, dass wir die größtmögliche Anzahl an Besuchern anziehen. Unser Ziel: 150 Millionen Menschen. Um das Ziel zu erreichen, investieren die Saudis massiv in den Sport. Im letzten Jahr wechselten Weltstars für knapp 1 Milliarde Euro in die Saudi Pro League. Für ein Jahresgehalt von 200 Millionen Euro spielt auch Ronaldo für Saudi-Arabien. Seit er hier spielt, ist es großartig. Er macht mich glücklich und ich freue mich umso mehr, hier zu sein. Das Land wird unterhaltsamer. Wenn du Aufmerksamkeit erzeugen willst, musst du die Stars holen. Wir wissen viel über Fußball. Wir reden viel drüber. Es ist toll. Das Reformprogramm ermöglicht seit 2018 auch Frauen den Zutritt ins Stadion. Während die Einheimischen der Fußball-Weltmeisterschaft entgegenfiebern, sprechen andere von Imagepflege durch Spitzensport. In Saudi-Arabien ist es tatsächlich so, dass viel in Sport investiert wird, um auch eine andere Erzählung zu forcieren, um einfach der Welt zu zeigen, dass man anders ist, als man mal wahrgenommen wird. Je näher die WM in Saudi-Arabien rückt, desto mehr kritische Fragen werden gestellt werden bezüglich der Menschenrechtssituation, sodass für mich Sportswashing tatsächlich nicht ausschließlich funktioniert, sondern dass auch in einem Land wie Saudi-Arabien man sich darauf vorbereiten muss, dass es Kritik geben wird. Ich bin begeistert über die Freude der Saudis für den Fußball. Die Fans haben mir gezeigt, was der Wandel bewirkt. Andere mögen es traditioneller und verbringen ihre Wochenenden lieber mit Freunden in kleinerer Runde. Und auch wir sind eingeladen zum Abendessen in ein Wüstencamp. Hello, hello. Hallo, hallo, hallo. Wie geht's dir? How are you? Gut. Und dir? Sehr gut. Unser Gastgeber ist Abdul-Aziz. Der 35-Jährige verbringt die Wochenenden gerne hier mit seinen Freunden und kocht. Die Jungs servieren den Explorern heute eine besondere Spezialität: Mandi. Seht ihr das? Das ist eine ganze Ziege. Sogar den Kopf? Ja. Ja, Hirn, Augen und die Zunge. Ihr esst sogar das Hirn? Ja, nach dem Kochen öffnen wir den Kopf und essen es. Wow. Du weißt, wir müssen es auch essen. Ja, da gibt's kein Zurück mehr. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Erst jetzt realisiere ich, worauf ich mich hier eingelassen habe. Ziege, Gemüse und Reis landen für 2 Stunden im Garofen. Das Fleisch kommt in die obere Ablage, damit das Fett beim Abtropfen dem Reis darunter einen würzigen Geschmack verleiht. Sobald es in der Wüste dunkel wird, sinken die Außentemperaturen rapide. Die Explorer machen es sich bei Lagerfeuer im Zelt gemütlich. Vor dem Hauptgang servieren die Gastgeber Gawa, ein Kaffeegetränk, gewürzt mit Safran, Muskat, Kardamom, Nelken und Rosenwasser. Ja, hallo, marhaba. Wow! Aziz, Aziz, kriegen wir noch Teller und Löffel? Nein, nein, du isst mit deinen Händen. So ist unsere Kultur. Du zupfst dir was vom Fleisch. Bismillah. Mal schauen, ob das klappt. Alle Hände gewaschen, ja? Die Hände gewaschen. Okay. So, jetzt nehme ich was vom Fleisch. Und ab in den Reis und ab in den Mund. Läuft, Jungs, läuft. Sehr lecker. Nach etwas Übung haben wir den Dreh raus. Die Kollegen sind mutig und wagen sich sogar an Ziegenfuß und Dickdarm. Und was ist mit dem Kopf?
Wenn du den Kopf isst, heißt es, du bist nicht satt geworden und willst mehr. Okay, no. Der Kopf bleibt unberührt. Wir wollen natürlich den Gastgeber nicht beleidigen. Ach ja, und da war noch was. Vor wenigen Tagen haben wir den 80-jährigen Abdullah kennengelernt. Weißt du, wo die glücklichsten Menschen der Welt leben? Hier. Die Formel zum Glück will er den Explorern heute verraten. Hello, guten Abend. Evening. Herzlich willkommen. Wie geht es dir? Schau, ich habe dir was mitgebracht. Oh, danke dir. Ich habe doch gesagt, du sollst nichts kaufen. Hallo. Ein sehr imposantes Anwesen. Das ist für meine große Familie und Freunde. Okay, tretet rein. Abdullah ist 80 Jahre alt und hat bis zu seiner Rente im Gesundheitsministerium gearbeitet. Er empfängt die Explorer im Gästezimmer mit kleinen Köstlichkeiten. Jede Menge kleiner Köstlichkeiten. Köstlich. Nein, danke. Nein. Also, ich merke schon, sehr viel essen muss man, wenn man bei jemandem zu Gast ist. Ich habe 6 Kinder. Erst 4 Jungs hintereinander, dann 2 Mädchen. Gut organisiert, oder? Nicht ich, meine Frau. Es vergehen keine 3 Tage, ohne dass wir einen von ihnen sehen. Ich meine die Jungs. Die Mädchen leben noch bei uns. Familie spielt bei uns eine große Rolle. Sie ist uns sehr wichtig. Die Kinder und das Haus sind sein ganzer Stolz. Er wirkt wirklich glücklich auf uns. Das ist riesig. Ich bin beeindruckt. Also, wenn das nur der Gästebereich war, was ist denn das? Dieser Bereich ist für die Familie. Hier sitzen wir zusammen, wenn sie mit den Kindern kommen und spielen. Ich sehe da oben auch noch mal 10 Zimmer. Ein eigener Aufzug. Der öffnet zur anderen Seite hin. Wow. Wenn im Sommer die Außentemperaturen 50 Grad erreichen, ist es im Keller schön kühl. Der Bereich ist nur für die Damen. Hier verbringen sie Zeit mit Freunden, sitzen hier oder schauen Fernsehen. Und das hier ist der Bereich für die Jungs. Für ihn und seine Brüder und Cousins, wenn sie da sind. Und das ist meine Tischtennisplatte. Und auch mit Basketball hält er sich jung. Du bist 80. Was ist dein Geheimnis? Ich weiß es nicht. Vielleicht hatte ich Glück. Weißt du wieso? Weil ich ihn habe und seine Brüder und Schwestern. Sie machen mein Leben einfach. Abdullahs Kinder ziehen erst aus, wenn sie verheiratet sind. So ist die Tradition. Wenn meine Töchter geheiratet haben, was machen wir hier? Enkelkinder. Vielleicht Enkelkinder. Willst du meine Zweitfrau werden? Ich hoffe, das hat seine Frau nicht gehört. Endlich verstehe ich Abdullahs Geheimnis des glücklichen Lebens. Es ist die Familie, das traditionelle Familiengefüge, der Zusammenhalt, der hier im Land zählt. Saudi-Arabien hat sich mit dem Reformprogramm Vision 2030 große Ziele gesetzt. Jetzt gilt es abzuliefern. Die Vision 2030 ist nicht das Ende. Wir werden uns neue Ziele stecken und die genauso aggressiv verfolgen, wie wir es bis jetzt getan haben. Ich nehme gewaltige Eindrücke mit aus Saudi-Arabien. Das Reformprogramm Vision 2030 hat neben dem wirtschaftlichen Wandel besonders gesellschaftliche Veränderungen angestoßen. Davon profitiert vor allem die junge Generation im Land. Gigantische Infrastrukturprojekte sollen den Weg Saudi-Arabiens in ein Zeitalter nach dem Öl ebnen. Ob aus der Vision Wirklichkeit wird, ich warte gespannt drauf.